Und damit willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Du kommst genau richtig für ein Kräftemessen und danach trete ich in der Pokémon Arena an. Träum weiter, kleiner Knirps. Ich mit meinem Shellos werde dir den Hintern versohlen, Sebastian, mit einem Macholo. Wie man das aussprechen möchte. Ich sag Macholo, ihr könnt auch Macholo oder Macholo sagen, wie auch immer. Für mich ist und bleibt es ein Macholo. Punkt, Strich, gegessen. Und es hat einfach keine Chance gegen mein Shellos, wie gesagt. Energiefokus. Oh, das ist eine richtig coole Animation. Das war wirklich eine richtig coole Animation. Sehr gut, dass ich Flinklaue gegeben habe, weil damit fangen wir meistens als erstes an. Und für einen Shellos ist das ziemlich gut. Level 12! Vielleicht bin ich doch noch nicht bereit für die Arena. Das kann sein. Das kann sein, ja. Das kann sein, mein Kleiner. Wenn man keinen einzigen Orden hat, ist man wohl ein kompletter Niemand. Ja, okay, da hat irgendwie ein Punkt, ne? Ne, was soll ich jetzt machen? Irgendwas soll ich machen. Egal. Wir werden es bestimmt noch ein. Was bewachst du hier? Ich habe einen hübschen Orden vom Arenaleiter in Erzling bekommen. Oh, der hat schon einen Orden. Dann wird's ja wohl stark sein, hä? Dann komm her, zeig, was du drauf hast. Starrer Lilly. Also ich weiß schon, was für Pokémon einen in der ersten Arena erwarten. Und mit einem Starrer Lilly kommst du da nicht weit. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich meine, Starrer Lilly ist ein gutes Pokémon. Weil es geht zu Staravia und dann zu Staraptor. Und Staraptor ist schon... Oder Staravia auch, aber Staraptor ist schon ein sehr gutes Flug-Pokémon. Aber in der ersten Arena ist es ziemlich nutzlos. Kann man so sagen. Ja. Okay, mit dem Bidiza kannst du ja schon ein bisschen mehr anfangen, aber nur wenn es gute Attacken hat. Okay, nee, das ist irgendwie 5. Sind die, glaube ich, gar nichts. Vielleicht aus einem Plastikorden irgendwo geschenkt bekommen. Das ist direkt da, glaube ich, gar nichts. Ah, ich habe verloren. Lalala. Naja, die erzählt sich so einen Schwachsinn. Ich werde ganz viele Arena-Orden sammeln. Dafür gebe ich mit meinen Puppen alles. Ja, sammel erstmal ein und dann können wir weiterreden. Ich glaube dir nämlich gar nichts. So, es kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir hier durchkommen, aber hier drüben gibt es, soweit ich weiß, ein Item, was ich meine, ein gutes Item war. War das ein gutes Item? Sprühdose Schutz. Ja, damals hieß es einfach nur Schutz, aber heutzutage heißt es Sprühdose Schutz. Ich meine, okay, es ist immer noch das Gleiche, ne? Und ja, hier durch diese Höhle geht's zu Erzling. Also müssen wir durch die Höhle. Und hier gehe ich tatsächlich mit Steuerkreuz, glaube ich, durch. Und das ist ein Bergarbeiter. Oder halt ein Abenteurer. Ja, sieh mal an, du hast ja einen Package. Du bist aber als Trainer noch ziemlich grün hinter den Ohren. Wie? Aber das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache, dein Herz schlägt für Pokémon. Und da schenke ich dir diese TMs. TM 98. Das ist aber nur eine. Die TMs enthalten die Kampfattacke Zertrümmerer. TMs ermöglichen es dir, Pokémon auf der Stelle Attacken beizubringen. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler, oder? Dass er die ganze TMs sagt. Doch überleg dir genau, wann du sie verwenden willst, denn sie können jeweils nur einmal eingesetzt werden. Außerdem war ich so frei, die App VM-Attacken auf deinem Pokéball zu installieren. Einfach mein Pokéball geklaut. Okay. Willst du über die App VM-Attacken die Attacke Zertrümmerer aus, kannst du so lästige Felsen aus dem Weg räumen. Um davon Gebrauch zu machen, benötigst du jedoch den Orden der Erzlinger Arena. VM-Attacken lassen sich nämlich erst einsetzen, wenn du zuvor die dafür nötigen Arena-Orden erlangt hast. Ich bin schon gespannt, welche Fortschritte du machen wirst. VM-Attacken, du kannst über ein Pocket, über die Pocket-App VM-Attacken einsetzen, um so Hindernisse zu beseitigen. Das ist neu. Damals musste ein Pokémon die Attacke erlernen und das waren meistens sehr schwache Attacken. Also du verschwendest wirklich einen von 4 Slots von Attacken. Das war wirklich blöd.
Oder du hast halt einen ganzen Pokémon verschwendet, dass du halt statt 6 Pokémon, 5 Pokémon und ein Bidiza hast, weil Bidiza ist vor allem Sklave dieser Gen. Und ja. Oben geht's nicht lang, dafür brauchen wir erstmal die Attacke. Die haben wir zwar schon, aber wie wir hier jetzt sehen können, können wir das noch nicht verwenden. Ja, wo war das denn? Hier. Geht noch nicht. Erst wenn wir genügend Orden haben. Das bedeutet der erste. Und der ist hier rechts. Wir nehmen Herausforderungen überall und jederzeit an. Das zeichnet uns Trainer ja aus. Da liegst du nicht ganz unrecht, kleiner Camper Ole. Oder Owl. Shinux. Na gut, mit dem Shinux kommst du auch nicht sehr weit in der ersten Arena. So. Blattwerk setz ich mal ein. Ich weiß immer noch nicht, was ich von der Attacke Blattwerk denken soll. Ist halt eine Attacke, damit der Starter halt schnell eine Signature-Attacke hat, ne? Paralysiert. Wegen der Elektro-Attacke. Das ist nicht so gut. Jetzt bringt doch Flinkklaue gar nichts mehr, weil wir so langsam sind. Aber trotzdem besiegt und habe ich einen Paraheiler? Sonst muss ich warten, bis ich in der Stadt angekommen bin. In Erzlingen halt. Da hat wohl das Training nicht ausgereicht. Ja. Hast du recht. In einer Höhle können jederzeit wilde Pokémon auftauchen. Ja, das stimmt. Ich hätte um ein höher gehen müssen. Ich muss gleich einen Umweg mehr reden. Um mein Durchqueren der Höhle Gebühren zu feiern, kämpfen wir jetzt. Das musste ich gerade mehrmals lesen. Das war ein sehr komisch geformter Satz, Heidi. Du kleines Mädchen mit einem Knospi. Du, 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 du. Ja, jetzt sieht halt jeder, dass ich paralysiert bin. Diese Elektroeffekte um einen rum, das war damals auf dem DS nicht so. Alter, was? Volltreffer? One-shotted den? Cool. Aber die geben auch kaum Erfahrungspunkte, ne? Ich meine, ja. Oh, Anton. Wolke 7. Oh, cool. Anton. Das hat keine Kopfschmerzen, das ist cursed. Das sollte Kopfschmerzen haben. Okay, jetzt hat es Kopfschmerzen für eine kurze Zeit. Und das war's, Heidi. Ciao. Ich schätze, man kann auch eine Niederlage irgendwie feiern. Kannst du eine Niederlage feiern? Maybe. Diese Höhle gibt mir so ein Gefühl von Abenteuer. Ja, maybe. Und maybe sind wir auch schon da. Chicken and Chips. Wir sind angekommen in den Erzlingen. Stadt voller Energie. Alle Trainer, hör mal, wenn du ohne einen einzigen Horn daherkommst, werden die anderen Trainer dich nicht für voll nehmen. Damit das nicht passiert, zeige ich dir jetzt mal, wo hier die Arena zu finden ist. Okay. Oh, da war sich ja schon jemand. Nein, dann mache ich das nicht. Ist der Typ von der Arena dein Freund? Der macht einen ganz schön ungeduldigen und hippeligen Eindruck. Was ist denn los, Patrick? Was? Wie? Oh, du bist es schon wieder, Maike. Hast es mal wieder langsam angehen lassen, wie? Schuldest mir jetzt die 10 Millionen Pokédollar. Ich dachte schon, du kämpfst gar nicht mehr. Das hat sich der Arenaleiter wohl auch gedacht, denn der ist schon lange irgendwie weg. Er meinte aber, er wolle zur Erzlingmine. Ich habe meinen Orden ja bereits, daher ist mir das ziemlich egal. Ich habe nur auf dich gewartet. What? Er hat schon seinen Orden? Arenaleiter, Fight. Nennt mich Fight, den Fels. Er will fighten, der Fight. Die Lüftung tauscht die heiße Luft von unten gegen die frische Luft von hier oben aus. Wenn ich so einen Lüftungsschacht sehe, möchte ich am liebsten meinen Kopf reinstecken und laut Hallo brüllen. Das ist ein Luftschacht. Er versorgt die Untergrundhöhlen mit frischer Luft. Das ist auch gut für die Mitarbeiter. Ist auch so eine Gebirgssteinstadt. Finde ich. Du.
Wir haben von Fight die Erlaubnis bekommen, unsere Pokémon in der Mine zu trainieren. Das ist doch cool. In Sinnoh gibt es 8 Arena-Leiter. Das Ziel eines Trainers sollte es sein, von allen 8 Leitern je einen Orden zu erhalten. Boah, jetzt spoilert der, ey. Meine Güte. Ein Arena-Leiter ist nicht mit einem gewöhnlichen Trainer zu vergleichen. Ich würde dir daher empfehlen, so viele Pokémon wie möglich mit in den Kampf zu nehmen. Er hat recht, aber... Nein. Shellos reicht. Shellos reicht. Fängst du auch Pokémon? Hier, wenn du magst, gehört er dir. Danke für den Finsterball. Die sind sehr gut in dunklen Orten. Pokémon sollte man Spitznamen geben. So wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt. Ja, Chillos hat jetzt keinen Spitznamen, ne? Mir ist halt nichts eingefallen. Und irgendwie war ich mir auch nicht sicher, ob er mein sein soll. Aber können wir mal kurz darüber reden, wie krass gespiegelt diese Böden sind? Du kannst einfach drauf essen. So sauber sind die. Hat unser Anton gelb genannt, allein wegen der Farbe. Ich kann mir bessere Spitznamen vorstellen. Gelb. Okay, dann nenne ich Chellos jetzt grün. Hallo grün, willkommen im Team. Findet sich dann nur. Gott, das ist so dumm, wenn man Pokémon nach deren Hautfarbe benennt. Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Ja, bei sie kann der Dampf aus dem Untergrund abgelassen werden. Ja, danke, das weiß ich. Du, hör mal, hast du einen Pokémon namens Macholo? Würdest du den Macholo vielleicht gegen mein Abra tauschen? Wie dumm ist das denn? Nein, das ist... Warum? Man kann Abra einfach fangen im Gras und Macholo ist sowieso ein bisschen seltener als Abra. Naja, dann kann man nichts machen. Aber wenn du es dir anders überlegst, dann komm einfach wieder. Diesen Trade kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber... Egal, muss mir mal erklären. Ein Pokémon, das durch einen Tausch erhält, steigt schnell im Level auf. Doch Vorsicht, ist ein Level zu hoch, wird es dir eventuell nicht gehorchen. Wenn du genügend Orden hast, sollte das aber kein Problem für dich sein. Das ist dafür da, damit man nicht einfach direkt von einem anderen Kumpel ein Pokémon tauschen kann, das schon Level 100 ist, und dann kannst du damit einfach alles durchmachen, ne? Damit das nicht so passiert, haben wir das eingebaut, dass du genügend Orden haben musst. Sonst sagen die Pokémon, nee, ich hab keinen Bock zu kämpfen. Jedes Pokémon verfügt über eine besondere Kraft, eine sogenannte Fähigkeit. Ja. Von hier oben hat man zwar eine hervorragende Aussicht, aber nach draußen gehen ist so anstrengend. Könntest du mir vielleicht ein Pokémon namens Zubat zeigen? Hä? Was? Was? Das war so random. Inwieweit mein Pokémon und ich uns ähnlich sind? Naja, das lässt sich nicht so leicht erklären. Okay. Okay, war das dann jetzt alles oder gibt's noch irgendwas, was man hier sich anschauen kann? Irgendwie nicht so wirklich. Ja, ein paar Häuser, aber das war's auch schon. Was ist so, dass Pokémon derselben Art unterschiedliche Wesen haben können? Da überrascht es mich eigentlich nicht, dass es auch schillernde Exemplare gibt. Ich hasse, dass sie schillernd heißen auf Deutsch. Sie heißen Shinies. Hast du schon mal was von Shiny-Pokémon gehört oder gar eines gesehen? Sie haben eine andere Farbe als ihre Artgenossen. Ein Pikachu zum Beispiel ist ja normalerweise gelb, stimmt's? Aber ein Shiny-Pikachu ist eher orange. Ist das ein Shiny? Nee, oder? Pikachu! Ja, Pikachu hat seinen eigenen Ruf jetzt und Evoli auch, weil sie ja die Maskottchen sind. Finde ich persönlich dumm, aber naja. Der Arena-Leiter ist in der Mine gegangen, um dort zu arbeiten. Wenn ich mit meinen Turbo-Trettern durch die Gegend düse, fühlt es sich an, als wären alle Blicke auf mich gerichtet. Das sieht so komisch aus, wie er sich dann dreht. Wenn ich das mache mit dem Steuerkreuz, ich drehe mich nicht. Oh Gott, man stoppt aber ganz kurz. Das ist anders. Oh nein, das kann man nicht tweaken. Was das ist, fragt ihr euch? Tja, das sage ich nicht. Das spoilert. Es gibt viele verschiedene Arten von TMs. Deshalb kann es ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke erlernen soll. Ja, da hast du schon recht. Was bewachst du denn hier für ein Haus, Kleiner? Oh, hi. Fate ist der Arenaleiter in unserer Stadt. Trotz seines jungen Alters trägt er schon die Verantwortung für die Minen. Er hat's echt drauf. Cool, wer ist er denn? Fate setzt Gesteins-Pokémon ein. Das sind schon tolle Pokémon, oder? Die wirken so robust und kantig. Ja, da hätte ein Panflam Probleme mit. Aber ein Chellos und ein Plinfer haben da keine Probleme mit. Bergbaumuseum von Erzling mit Kohle Peru.
Ja, da können wir noch nichts anfangen, deshalb lassen wir diesen Ort mal stehen. Aber hier gibt es ein geheimes Haus. Du erinnerst mich an die Zeit, als ich mein erstes Pokémon bekommen habe. Es fällt mir immer allzu schwer zu entscheiden, welches Pokémon welcher Attacke lernen soll. Ja, die sagen irgendwie nichts Besonderes, oder? Hi, dein Pokémon hat das Potenzial dazu, richtig stark zu werden. Warum geht ihr nicht in der Arztlingen Mine etwas trainieren? Sag mir mal irgendwas Hilfreiches, bitte. Wow, die Augen deines Pokémon strahlen ja richtig. Dieser Anblick macht mich wirklich glücklich. Hier, das möchte ich dir unbedingt schenken. Ein Superball. Ein Pokéball, aber ein Super. Pokémon bleiben immer in ihren Pokébällen, nicht wahr? Deshalb denke ich vor einem Fang gut darüber nach, welchen Ball ich verwenden möchte. Na, schon klug. Die Einzelling-Mine wird mit höchster Sorgfalt betrieben. Wir achten darauf, den natürlichen Lebensraum der Pokémon zu erhalten. Ist auch gut so. Die Förderung der Kohle an die Oberfläche ist vollautomatisiert. Da arbeitet man sich nicht mehr rückenkrumm. Das ist doch klug. Nice, not nice. Ja, dann komm, ich will meinen Arena-Kampf machen. Gegen Fight. Ein Fight gegen Fight. Aber hier unten geht's erstmal lang. Ne? Hier in der Nähe erhebt sich ein gewaltiger Berg gen Himmel, der Sinnoh gewissermaßen zweiteilt. Was? Berg? Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da gelabert hat. Aber heilen wir kurz unser Pokémon. Oder unser Pokémon. Eins haben wir. Und die Mehrzahl ist nicht Pokémons, sondern immer noch Pokémon. Schalte in einem beliebigen Pokémon-Center den PC ein, um Pokémon zu lagern unter deinem aktiven Team hinzuzufügen. Außerdem kannst du auch über das Spielmenü auf diese Funktion zugreifen, neuerdings, was einfach komplett die Nutzung von diesem PC nutzlos macht. Weil man es jetzt auch unterwegs machen kann. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Ich mag es nicht. Wenn du dein Aussehen beim Beitreten des Connects Clubs verändern möchtest, dann sprich die Empfangsdame links im ersten Stock an. What? Man kann Aussehen ändern? Hier oben? Bei dir? Herzlich willkommen! Bei mir kannst du eine Art Transformation für den Connects Club durchführen. Möchtest du dein Aussehen ändern? Okay. Das Aussehen welches Trainertyps würdest du dann gerne aus... Okay, nee, das... Ich habe mir was anderes gedacht. Ja, auf jeden Fall hier oben kann man kämpfen und tauschen gegen Freunde. Oder mit Freunden halt. Damals war das drahtlos, wenn er halt neben dir sitzt, aber jetzt kann man das online machen. Jo, ich habe unten im globalen Club einen Pokémon getauscht. Ja, unten kann man dann noch nicht lang. Das ist erst für später geeignet. Na egal. Komm. Gehen wir zur Mine runter. Jeder stolz auf die Mine. Während wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie weiter bis unter das Meer. Ich finde das einfach faszinierend. Okay. Los, Mahalo, häng dich rein, schlag die Felsen klitzeklein. Okay. Die arbeiten hier schön. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das freut mich wirklich. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mit Steuerkreuz oder mit Stick mich bewegen möchte oder halt allgemein spielen möchte. Weiß ich jetzt nicht wirklich. Diesen Hügel aus schmutzigem Sand hier nennt man Abraumhalde. Dieses Abfallprodukt entsteht, wenn man Schächte über den Kohleabbau gräbt. Falls es dich interessiert, hätte ich da noch mehr unnützes Wissen für dich. In Höhen kennt man die Abraumhalde aus irgendeinem Grund unter dem Namen Schutthalde. Okay. Danke für Säckchen Sternenstaub. Die sind dazu da, um zu verkaufen. Also wirklich nur dafür sind die da. Okay, komisch. Können wir da... Ja, hier kommen wir noch runter. Zum Mahalo. Mahalo! Das hier ist hart. Aber... Also, das ist ja eine harte und schwere Arbeit, keine Frage. Aber zusammen mit Pokémon zu arbeiten, gibt mir Energie und treibt mich an. Hier, ein kleines Geschenk für dich. Supertrank. Ein Trank, aber in Super. Wenn ich mich gesund und munter fühle, habe ich ein breites Grinsen im Gesicht. Das macht mich glücklich. Ach, ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Und jetzt ab in die Erzling-Mine. Vorsicht, Pokémon bei der Arbeit. Ja, aufpassen. Ich liebe die Musik hier. Ich liebe die Musik so sehr hier. Ich muss schön laut machen hier.
Oh, hier kommen aber wilde Pokémon. Ein Zubat. Ja, ich brauche nicht mehr trainieren. Ich denke mal, wir sind jetzt gut gelevelt für den Arena-Kampf. Deshalb fliege ich einfach und rede mit den Leuten, die hier arbeiten, um sie schön zu nerven. Alle Minenarbeiter haben ihr eigenes Pokémon mit dabei. Es könnte gut sein, dass du zu einem Kampf herausgefordert wirst, also Obacht. Haha. Da waren Pokémon, die wie Steine ausgesehen haben. Bin ich vielleicht erschrocken? Was? Pokémon, die wie Steine aussehen? Ha. Was das wohl sein könnte? Ich weiß ja nicht. Oh, da ist es ja schon. Kleinstein. Oder wenn man das KL wegmacht, Dr. Einstein. Oder einfach nur Einstein. Es ist Einstein. Ja. Danke, dass du den Witz nochmal erklärt hast. Danke. Ja. Ja, ich glaube, ich gehe wieder mit Steuerkreuz durch. Man kann hier übrigens lang. Das sieht hier nicht so aus, könnte man das, aber man kann hier lang. Und hier gehe ich eigentlich lustigerweise das Verfahren eigentlich immer lang. Aber hier soll man eigentlich noch. Hier ist eigentlich der Rückweg. Aber ich gehe eigentlich immer den Rückweg und dann den richtigen Weg. Einfach nur so. Wirklich einfach nur so. Hat keinen Grund. Ich find's einfach lustig. Ein Fluchtsaal. Nice. Na gut, tragen wir einen schnellen Kampf während meiner Pause aus. Jo. Hier können wir noch ein bisschen trainieren. Auch wenn ich es nicht wirklich brauche, aber ich würde gerne alle Kämpfe machen. Und ja, ihr werdet sehen, Gestein-Pokémon haben nichts gegen einen Chalast. Weil Chalast und auch Plinfer sind sehr effektiv gegen Gestein-Pokémon. Mit Blattwerk bei einem Chalast und die Wasserattacke bei Plinfer halt. Was ein Panflam da macht, naja, der holt sich halt Freunde, die das für ihn machen. Zum Beispiel mit einem Bigiza oder, weiß ich nicht, womit noch. Abra, wenn du dem gute Attacken beibringst, zum Beispiel mit TMs. Oder haben wir ein Onix. Ganz viele Kleinscheins aneinander gepackt. Weg mit dir. So ein großes Steinmonster lässt sich aufhalten von Papieren und Blättern. Ja. Auch sehr nice. Haha, ich gebe auf. Ich sollte mich dann mal wieder in die Arbeit machen. Obwohl ich auch lieber wie du mit Pokémon auf Reisen gehen würde. Ja. Und die Musik ist geil. Hey, sieh dir das mal an. Mit der Feuerattacke Zertrümmerer kannst du Felsen wie diesen in Windeseile aus dem Weg räumen. Hier fallen öfter mal Steine herunter und blockieren die Wege. Und wenn sie nicht zertrümmert, geht's nicht weiter. Aber keine Sorge, sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, kannst du das auch. Dafür musst du allerdings erstmal den Arena-Leiter besiegen. Und da bin ich. Er ist einfach weg. Hey! Dieser Fels wirkt sehr robust. Ob man ihn mit Hilfe einer Feuerattacke wohl zertrümmern kann? Ich weiß ja nicht. Er hat es nur gerade gemacht. Ein Trank. Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Hä? Aber ihr sollt doch Pokémon da auf der Arbeit haben. Oder nicht? Leopold. Der fühlt sich für extra Gangster, obwohl er die Regeln einhält. Naja, egal. Egal. Macholo kann trotzdem nichts gegen mein Blattwerk. Oh oh. Was? Wie viel Schaden hast du gemacht? Was? Verdammt, dann könnte ich mich jetzt one-hitten, oder? Also was heißt one-hitten, aber jetzt besiegen mit... Oh mein Gott, danke. Er lässt mich gewinnen. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden er gemacht hat? Oh, die Trainer sind echt nett hier noch am Anfang des Spiels. Level 13. Sehr schön. Ja, Rasierblatt. Ja. Yes. Weg mit Wachstum. Wer will mit Wachstum bitte haben? Niemand. Yes, Rasierblatt ist super eine geile Attacke. Noch sehr, sehr stark. Danke, Mann. Du bist mir vielleicht eine.
Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. Mein Pokémon und ich werden uns richtig reinknien. Hallo! Diesen Mahalo bin ich auf Route 207 begegnet. Mittlerweile sind sie meine besten Freunde geworden. Ich kann mich voll auf sie verlassen. Hallo, Mahalo! Ja, kleine Mahalos hier. Schon ganz nett. Aber jetzt möchte ich meinen Arena-Leiterkampf haben. Also auf geht's zur Arena. Ja gut, ich heile nochmal ganz schnell, aber ja. Auf zur Arena. Dum, 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 dum. Wie ist eigentlich euer Eindruck zur Grafik? Also ich muss wirklich sagen, die Grafik ist nicht schlecht. Klar, Chibi-Grafik ist nicht für jeden was, aber ich finde es nicht so schlimm, wie es damals in den ersten paar Trailern aussah. Da war es ja auch noch ganz anders. Die haben das auch ein bisschen verschönert jetzt. Character Models auch verschönert und alles. Ich finde das nicht so schlecht. Ja, wir müssen jetzt noch ein paar Trainer besiegen, bevor wir gegen ihn kämpfen können. Hallo, wie geht's, zukünftiger Champ? Das habe ich auch diesen ungeduldigen Jungen gefragt, der eben hier war. Der hiesige Arenaleiter setzt Pokémon vom Typ Gestein ein. Aufgepasst, Gesteins-Pokémon hassen Wasser. Außerdem sind sie schwach gegenüber Attacken von Typ Pflanze. Ja, sie haben schon so ihre Schwächen, aber der Kampf wird trotzdem kein Kinderspiel. Man wird nicht Arenaleiter, wenn man seine Schwächen nicht gut ausgleicht. Sich mit Feuer-Pokémon auf Gesteins-Pokémon zu stürzen, kann ich auch nicht empfehlen. Nun, mehr Tipps habe ich nicht. Danke fürs Zuhören. Ja, da gibt es immer Tipps, wenn man hier ankommt. Und, anerkannte Trainer Patrick. Das wird da immer stehen. Das ist nämlich immer schneller vor uns. Da hast du dich nicht an mir vorbeigemongelt? Ich will wissen, wieso du das nicht getan hast. Ja, man kann nämlich links einfach da hoch und dann einfach durch jeden Trainer voranmuggeln. Ich habe es nicht getan, weil ich gerne noch ein bisschen leveln möchte. Einfach so. Einfach nur so. Habe ich ein besseres Gefühl, gegen den Arena zu kämpfen. Außerdem möchte ich die Attacke Rasierblatt ein bisschen ausprobieren. Und wo denn am besten, wenn man nicht... Also wo wäre es denn besser als bei einem Kleinstein? Also setze ich jetzt Rasierblatt ein. Ja, instant down. Instant down. Bis dann und ciao. Jetzt verstehe ich, wieso du extra mit mir kämpfen wolltest. Ja, und weswegen? Es liegt an dir, ob du lieber den kurzen oder den langen Weg durch die Arena wählst. Das stimmt. Nur Trainer mit einer Siegermentalität wagen sich in einer Pokémon-Arena. Irgendwo hat er recht. Irgendwo hat er recht. Dun, dun, dun. Weil ich habe schon eine große Siegermentalität, weil ich werde gewinnen. Gegen dich und gegen den Arenaleiter. Niemand kann mich aufhalten. Ein Volltreffer. Ciao, Kleiner. Du hattest keine Chance, nicht mal von Anfang an. Oh, das ist noch ein Onix. Kosten oder so Erfahrungspunkte nenne ich das. Vielleicht halt noch ein Level up? Wer weiß. Ich und Chellas, wir sind beste Kumpels. Forever and ever. Ach, schade. Schade. Aha, wie demütigend. Ja, das stimmt. Eines Tages werde ich ein genauso starker Trainer wie du. Wart's nur ab. Ja, ja, okay. So, und wie man es immer schön macht, vor dem Arenaleiterkampf und nach dem Arenaleiterkampf immer speichern. Immer. Immer. Willkommen, dies ist die Arena von Erzening. Ich bin Veit, der Arenaleiter. Meine Gesteins-Pokémon sind mein ganzer Stolz. Dann zeig mir mal dein Können als Trainer und die Stärke des Pokémon, das mit dir kämpft. Let's go. Gegen Verhalt. Was? Wie viele Pokémon hat er? 4? Habe ich richtig gesehen? Niemals. Hat er wirklich 4 Pokémon? Ne, 3. Okay. Aber 3 ist auch schon viel, ne? Egal. Ich bin im Vorteil. Kleinstein kann nichts. Und das Team ist geil. Level 14!
Onix ist auch ein Schwächling gegen mich. Was? Aua! Er hat einen Stern auf mich geschmissen! Das war so ein Gefalltreffer! Arschloch! Bam! Oh, Robustheit. Er hat 1 KP überlebt. Ich hasse die Fähigkeit. Weil damit überleben sie immer mindestens eine Runde. Aber das bringt dir nicht, sich zu heilen! Du bist trotzdem down! Schön deinen Trank verschwendet. Ha, wie fühlt sich das an? Du glaubst aber, du kannst das nächste Pokémon wieder so einfach besiegen, hä? Texte gehen zu schnell weg, ich muss das schnell vorlesen. Oh! Leute, was war das für eine Animation? Cognodon! Richtig cooles Pokémon. Sehr bescheuerter Name, aber sehr lustig auch irgendwie. Ich mag es. Aber es hält nichts gegen mich aus. Kopfnuss. Wow! Keine Chance, du hast noch nicht gewonnen, wir geben nicht auf! Sicher. Nur weil du einen Trank einsetzt, heißt das nicht, dass ich dich nicht jetzt platt mache mit ganz vielen Blättern! Rasierblatt! Nice! Gewonnen! Level 15! Yeah! Ah, das darf nicht wahr sein! Dabei habe ich meine Pokémon doch mit so viel Hingabe trainiert! Tja, nicht gut genug. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Tja, das ist nichts zu machen. Du warst stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga wird jeder Trainer, der eine Arena-Leiter besiegt, mit einem Orden belohnt. Hier, hast du den offiziellen Kohle-Orden der Pokémon-Liga. Yeah! Wow, wow, yeah! Der coole Orden ermöglicht es dir, die Vereimattacke Zertrümmerer zu verwenden. Und hier gebe ich dir auch noch. TM 76. Das ist... Tarnsteine. Sie fügen Gegnern Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Das hier sind die Sticker, die ich verwende. Nehmen Sie bitte als kleines Geschenk von mir an. Sticker? Sticker? Wie bitte? Ja, außerdem finde ich, ihr solltet alle diesem Video ein Like geben. Ja, finde ich auch. Und ich finde, ihr solltet auch beim nächsten Mal vorbeischauen. Bei Pokémon! Shining Pearls.